50 Jahre her, dass sie das erste Mal geflogen ist. Es gibt immer noch kein vergleichbares Flugzeug, also eindeutig einzigartig. Der Mythos Concorde hat uns alle immer noch fest im Griff. Weil mit der Concorde zu tun hatte, erliegt der Mythos. Ich habe viel damit erlebt und aus heutiger Sicht kommen mir manche Sachen vor wie ein Traum. Der Moment, wo der Flieger im Baden-Airpark abgeschaltet wurde und der Pilot kommt aus dem Fenster vom Cockpit raus und breitet die Arme aus, erst dann habe ich wirklich realisiert, die Concorde kommt zu uns. Es geht mir schon sehr nah, die Concorde dahinter mir stehen zu sehen, nach so vielen Jahren. Und im Rückblick erscheint das Ganze wie ein fabelhaftes Abenteuer. Auch ein bisschen unwirklich, fast wie ein Traum. Ein sehr, sehr schöner Traum. Also für mich persönlich ist die Concorde die absolute Krönung meiner Pilotenlaufbahn. Man kann durchaus sagen, da war ich recht privilegiert. Dieses Flugzeug ist einfach Schönheit und erregende Geschwindigkeit pur. Zudem gehört man als Besatzung zu den wenigen Glücklichen, die andere wenige Glückliche als Passagiere befördern. Das alles ist Concorde für mich.